Tschüss, Leute. Herrlich, oder? Auf einen erfolgreichen Arbeitstag auf Freundschaft's Paradise. Damit herzlich willkommen zum ersten Q&A-Video hier Freundschaft's Paradise mit der kompletten Freundschaft-Gang. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach mal kurz vor. Und zwar fangen wir mit der Lady rechts neben uns an. Übrigens, wir haben hier so ein tolles Mikrofon, was wir mal rumreichen werden. Ja, ich bin Kira. Oder auch Katharina. Der ein oder andere hat mich vielleicht schon in den Videos teilweise gesehen. Ich war bis jetzt noch nicht so häufig da drin. Und bin auch erst neu im Team. Ja, was soll ich noch zu mir sagen? Die Fragen kommen ja gleich. Ich male gerne. Ich male gerne. Ich bin der Clemens. Die meisten von euch haben mich ja schon öfters in den Bauvlogs gesehen, die es verfolgt haben. Ich war mittlerweile, glaube ich, auf, keine Ahnung, 20 Bauvlogs. Das ist auf jeden Fall richtig bekannt. Ja. Ich bin der René. Ja, was soll ich zu mir sagen? Ich bin hier auch dabei seit langer Zeit. Und ja, ne? Ihr kennt mich ja wahrscheinlich. Richtig motiviert, meine Mitarbeiter. Ja, also Wahnsinn. Und ich bin der Dominik und ich bin auch dabei. Eigentlich hätte das der Clemens sagen sollen, aber... Naja, wie das immer so ist mit den vorherigen Absprachen, das klappt halt nun mal nicht immer ganz so gut. Wir haben uns hier zusammengefunden, um einfach mal eure Fragen zu beantworten. In den letzten Q&A-Videos habe ich immer alleine gemacht, weil ich ja fast immer alleine war. Und dass ich jetzt die Situation habe, mit meinen eigenen Mitarbeitern hier zu sitzen, das ist schon ganz schön verrückt, muss ich mal kurz dazu sagen. Finde ich krass. Leute, wir machen es kurz oder wir versuchen es kurz zu halten. Wir haben hier eine ganze Liste an Fragen. Die habt ihr uns bei Instagram gestellt, irgendwie die letzten Tage. Und manche Fragen beantworte ich, manche Fragen beantworten auch hier die Jungs und Mädels. Und ich denke, wir legen jetzt einfach mal direkt los. Wir haben uns das so ein bisschen markiert, wer was beantwortet. Und hier steigen wir einfach direkt mit ein. Wie sieht es aus mit der Außenbeleuchtung? Witziges Thema, heute habe ich einen Anruf von Dotlux bekommen. Die Außenbeleuchtung wird morgen geliefert und dann hoffentlich irgendwann verbaut. Wird eine E-Ladestation auch kommen für E-Autos? Also theoretisch ja, Photovoltaik ist ja fürs Dach geplant. Und dann soll theoretisch auch eine E-Ladestation verbaut werden, ja. Wann kommen die Videos zur Holzwerkstatt? Aktuell... Sieht so aus, das erste Video haben wir zu der Planung von der Holzwerkstatt bereits schon, wurde ja schon auf meinem Kanal gezeigt. Und wir werden wahrscheinlich nächste Woche das Ganze schon angehen, dass wir den ersten Schrank, davon habe ich schon einen Teil gefilmt, diesen Unterbau von diesem Werkstattschrank. Entschuldigung! dass wir darüber, wird es mal ein kleines Video geben. Das Ganze wird so Step by Step aufgebaut, also einmal die Schränke, wie wir die zusammengebaut, also wie wir die bauen werden und dann schließend halt diese ganzen Werkbänke. Aber es wird jetzt wahrscheinlich nächste Woche, dass wir da schon anfangen, weiter zusammenzuschrauben. Und dann müssen wir gucken, wie wir es schaffen, zeitig vom Video schneiden. Ja. Ich hab's richtig verkackt. Guck mal. Oh. Schön qualmig. Vielleicht darf ich da auch kurz auch was zu sagen. Also es ist ja so, wir versuchen natürlich möglichst viele Videos bei mir auf dem Kanal zu machen. Aber vor allen Dingen dieses Holzthema versuchen wir natürlich auch so ein bisschen auf Clemens Kanal einfach zu spielen, weil er nun mal der Holzwurm hier ist. Und sich da übelst kranke Gedanken gemacht hat zur Holzwerkstatt. Von daher, glaube ich, wird es richtig sick. Richtig sick. Richtig sick. Also abonniert auf jeden Fall mal Clemens Zimmermann bei YouTube. K, hier, geh mal weiter. Wie alt ich bin? Wie alt bin ich eigentlich? Ich weiß echt nicht. Dann schätzt doch mal. 29. Was schätzt ihr? 28. Was schätzt du? 28,5. Nee, 29 ist richtig, ja. Jo, du bist leiser. Ja. Nächste Frage. Wie viele Fehlalarme gab es schon? Es gab lustigerweise noch keinen einzigen Fehlalarm. Richtig gut. Meine beiden Cousinen, Justine und Cindy, grüßen mich. Also an dieser Stelle mal schönen Gruß geht raus an meine Cousinen, Justine und Cindy. Lieb, dass ihr an mich gedacht habt. Ja, wäre das Thema auch schon mal durch. Nächste Frage. Achso, und übrigens, ja, mir geht's sehr gut hier. By the way. Was ist euer Lieblingsreiseziel? Das geht an uns alle. Nur dann, hau mal raus. Oh, das ist ein bisschen schwierig. Also ich fahre auf jeden Fall gern irgendwo hin, wo es Wasser gibt. Also ich bin nicht so der Typ für Berge, das mag ich nicht. Dieses Auf- und Abfahren, ich brauch's lieber gerade. Paul findet das nicht gut. Nee. Kira Babira? Also mein Lieblingsreiseziel ist immer da, wo ich bin. Also. Ja, also mit meinem Bulli kann ich überall hinfahren, wo ich möchte.
Und ich komme natürlich auch gerne hier zur Arbeit. Besonders wenn es hier so schlappe Seppel gibt und ein Lagerfeuer. Diese Aussage hat 50 Euro gekostet. Mein Lieblingsreiseziel sind auf jeden Fall die Berge. So, ne, also im Winter und im Sommer finde ich mega geil. Also ich bin so nicht so Strand und so, ist nicht so meins. Ja, ich kann mich da dem Dominik nur anschließen. Definitiv die Berge, am liebsten in der Schweiz sogar. Da ist es einfach mega schön. Und super überrascht waren wir von Slowenien. Das können wir nur empfehlen. Die Berge da sind auch absolut der Hammer. Nice. Nächste Frage an alle. Wie macht ihr das mit dem Wildcampen? Das ist ja sogar für mich eine Frage. Also ich habe hier... Nee, du, dreh dich mal kurz um. Ja, genau so machen wir das. So, einfach machen. Da gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, ne? Beim Angeln ist es ganz interessant, dadurch, dass ich oft am Wasser irgendwo schlafe. In Deutschland ist ja die Regelung, sobald dein Zelt keinen Boden drin hat, zählt es als Wetterschutz. Hast du einen Boden drin, ist es ein Zelt. Das ist halt eigentlich auch mal ganz witzig zu wissen. Ne? Also wenn dein Zelt keinen Boden drin hat, deswegen gibt es bei allen Angelzelten einen rausnehmbaren Boden, ist es nur ein Wetterschutz. Egal, ob du da eine Heizung oder eine komplette Vollausrüstung, Küche dir drin stehen hast, krass, wo du da campest. Aber in dem Moment, wo du keinen Boden drin hast, ist es ein Regenschutz. Egal, ob da Liege und alles drin steht, ne, und zum Schlafen. Wie wäre das jetzt beim Van? Wenn wir da Boden den Boden raus, rausnehmen, Boden raus, dann ist es auch kein Campen mehr, oder was? Nur ein Wetterschutz? Ja. Gut, dann... Hier lernt ihr, wie das Leben spielt. Einfach ohne Boden den Van bauen. Prima. Ja. Wie Fred Feuerstein das Auto. Was sind meine Aufgaben? Ich glaube, in erster Linie bin ich hier irgendwie Mädchen für alles geworden. Ich kümmere mich hier so ein bisschen um die ganze Buchhaltungsgeschichte und mache den Online-Shop. Und stehe halt meistens hinter der Kamera. Und wenn ich da nicht stehe, dann helfe ich irgendwo mit, würde ich sagen. Ja. Ein richtiges Allround-Talent. Wer von euch ist am pünktlichsten? Ja gut, die Frage kann ich ja wohl ganz eindeutig beantworten. Das bin natürlich ich, weil ich wohne ja hier. Nein, Paul ist es. Paul. Nee, na, wo will ich gar nicht sagen, ey. Also ich bin schon immer vor Paul, nee, Bach nee. Auch. Ja, also die Karte können wir an... Mich abgeben, meinst ja. du? Ich bin zumindest meistens... Nach dir hier, aber vor dir wach. Nach mir hier, aber vor mir wach. Ja, yeah, du bist hier. Jo, also ich bin ja sowieso immer hier, genau. Aber ich muss dazu sagen, also, Entschuldigung, alle meine Mitarbeiter sind unfassbar pünktlich. Und wenn es mal 10 Minuten später wird, ist mir das auch vollkommen Bums. Dafür müssen sie halt eine halbe Stunde länger bleiben. Von daher auch alles okay. Die Spitznamen von deinen Mitarbeitern. Wer hat noch Spitznamen? Ja, sag du. So, ich? Oder soll ich jetzt sagen, welche Spitznamen ich euch gegeben habe? Ja, fang du mal an. Mal gucken, was deiner ist. Ja, nö, ich habe keinen Spitznamen. Doch. Habe ich nicht. Was habe ich denn für Spitznamen? Weißt du noch, von Klimanslandfahrt. Da haben wir einen gegeben. Für Walkie Talkie hast du einen Spitznamen gehabt. Flinkes Wiesel? Nein. Listiger Lurch? Ja. Lustmolch. Lustmolch, hallo. Guck mal, die Kira weiß es sogar. Ja, alle wissen es. Nur du nicht. Jetzt bin ich beleidigt. Oh. Habe ich einen Spitznamen? Blödsack. Also der Clemens nennt mich immer Blödsack. Ich nenne immer alle Rindspimmel. Nee, du bist die Kuhmumu. Doch, René sagt, René sagt einfach immer zu allen Rindspimmel. Ja. Und dann sage ich, ja, beim Mädel, ja, das ist die Kuhmumu. Hast du das gesagt? Ja. Ja. Du bist ein bisschen kaputt. Ey. Und du? Mein Spitzname? Ja. Ich habe keinen. Ich habe noch keinen gekriegt. Clemi. Jo. Clemi. Clemens mit Z. Ja, okay, den Spitznamen von der Kira, den kennt ihr ja alle, ne? Katharina! Katharina Army. Hashtag in die Kommentare. Katharina Army. Genau. Geschrieben C-U-T-T-E-R I-N-A. Muss ich gerade nachdenken. Next question. Was ist das tollste Projekt, das ihr gemacht habt oder machen werdet? Diesen Halle, oder? Also, ohne Scheiß, ich meine, gut, keine Ahnung, jeder von uns hat ja irgendwie so private Projekte, aber ich glaube, die Frage bezieht sich so ein bisschen auf die Gang. Ich meine, die Gang ist ja gerade, oder ist erst seitdem zusammen, seitdem wir diese Halle bauen, wir haben noch kein anderes Projekt so zusammen durchgezogen und deswegen ist natürlich das größte Projekt und ich denke auch das krasseste Projekt, was wir jemals gemacht haben, diese Halle hier, also Friendships Paradise zu errichten, von der Wiese bis zu dem Punkt, was es dann irgendwann mal später sein wird. Ja. Kannst du mal einen Traktorprobe fahren? Ja, sicher. Oh, mega. Also wenn du mir einen Traktor gibst, fahre ich auch gerne Traktorprobe. Kommst du zu uns? Ja, genau. René hat einen Traktor. Da fahren wir mal Traktor. Machen wir.
Wie schaut's aus? Bekommt der Bus eine Überdachung? Witzige Frage. Auf jeden Fall haben wir uns vorgestellt, wir sitzen ja jetzt hier gerade im Außengelände und der Bus muss eigentlich noch ganz hinter an die Elsteine ran. Und eigentlich würden wir gerne so eine Art Carport hier drüber bauen. Das wird sicherlich, wenn innen mal alles fertig ist und außen so einigermaßen in der Reihe, ein Projekt, möglichst baugenehmigungsfrei, dass man irgendwie die Fläche auf dem Carport auch noch nutzen kann als Dachterrasse. Der Platz ist ja dann weg und wenn der Platz dann oben auf dem Dach wieder geschaffen wäre, wäre ja mega, ne? Frage geht an alle, warum seid ihr so sympathische Dudes? Oh, ja, das weiß ich auch nicht. Das höre ich immer wieder. Überhaupt nicht eingebildet. Warum bist du so ein Dude? Tja, kommt einfach so. René, warum bist du so ein sympathischer Dude? Ich bin auch einfach so. Wir wurden so geboren. Wir sind einfach, wie wir sind. Und das ist das Wichtigste im Leben. Verstellt euch nicht, seid einfach so, wie ihr seid. Und dann seid ihr auch so sympathische Dudes. Kira, die Frage geht an dich. Wie fühlt sich denn Kira als Hähne? Junge, ihr müsst echt mal ein bisschen an eurer Rechtschreibung arbeiten, ey. Wie fühlt sich denn Kira als Henne im Korb? Borg? Ja, nee, also ich fühle mich hier wohl. Also sonst würde ich nicht jeden Tag kommen. Ja. Dieser Spruch hat ebenfalls 50 Euro gekostet. Nächste Frage geht an mich. Was hat es eigentlich mit Gruß vom Fuß auf sich? Ja, ich habe ja immer Flipflops an und so und bin in meinen Videos immer Flipflops natürlich unterwegs oder in Flipflops und barfuß unterwegs und irgendwann kam mal so eine Insta-Nachricht, hör mal auf, deine ekelhaften Füße zu zeigen, das will keiner sehen und so. Und ich lasse mir natürlich nicht vorschreiben, was ich anziehe und wie ich rumlaufe. Und deswegen habe ich irgendwann bei Insta den Hashtag Gruß vom Fuß eingeführt. Ja, und seitdem gibt es immer Gruß vom Fuß. Also wenn ihr Flipflops anhabt oder barfuß lauft bei Instagram, verlinkt mich gerne mit Hashtag Gruß vom Fuß. Immer gut. Finanzierst du Freundships Paradise und Mitarbeiter komplett mit Social Media? Ja, ich mache nichts anderes mehr tatsächlich. Also seit ja, knapp 1,5 bis 2 Jahren lebe ich ausschließlich von dem Social Media Kram. Das ist natürlich ein Riesenrad. Ich kann euch auch die Konstellation gerade nicht so 100% erklären, aber es gibt YouTube, es gibt Insta, es gibt Partner, es gibt Sponsoren, es gibt Werbepartner und so weiter und so fort. Davon lebe ich, davon finanziere ich das alles. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit und ich bin froh, dass ich so ein geiles Team habe, mit dem ich die ganze Arbeit auch runterreißen kann. Ha! Bereust du die Entscheidung, Freundships Paradise gebaut zu haben? Grüße an die anderen. Schöne Grüße an euch. Dankeschön. Zurück. Leute, wenn ich die Entscheidung bereuen würde, würde ich jetzt hier nicht sitzen und eine geile Zeit mit meinen Leuten haben. So, es ist die beste Entscheidung, die ich jemals hatte, ehrlich gesagt. Und ich bin super, super glücklich. Ich bin super, super glücklich, wenn diese massive Bauphase hier mal vorbei ist und ich mich meinen Projekten, die ich eigentlich machen will, der Linienbus, andere Camper-Projekte und so, wenn das halt durch ist und ich dann wieder das machen kann, was ich eigentlich mache. Aber grundsätzlich bereue ich hier überhaupt gar nichts. Clemens, wann bekommt eigentlich Clemens der Zimmermann seinen eigenen Camperwagen? Oh, ja. Oh, das werde ich immer öfters gefragt. Mein Camper wird, wenn dann, wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen als bei den anderen. Also ich würde das Ding, wenn dann, mal umbauen zum Angelcamper oder sowas vielleicht. Ohne Boden, wie so ein Fred Feuerstein-Camper. Nee, tatsächlich habe ich auch schon mal mit den Gedanken gespielt, aber das wird so zeitnah jetzt erstmal nicht kommen. Ich habe noch so viele andere Projekte gerade daheim mit dem Haus noch zu tun. Da passt jetzt gerade ein Camper nicht rein. Schade, Schokolade. Wir kriegen ihn irgendwann noch so weit. So weit. Das ist doch keine Frage. Macht weiter so, feier euch. Ja. AKA, der findet uns einfach geil. Ja. Ja. Feiert euch. Yay! Ja. Darauf ein Prost. Wie, du hast kein Bier mehr. Nee. Was ist mit dir? Oh, Clemens, so kann eine Party nicht funktionieren, du. Oh, das ist auch cool. Ding! Yay, Party! Was ist die nächste Frage? Also, wann geht's ans Schweißen? In unserem Linienbus ist alles voller Material zum Schweißen. Wir brauchen noch ein bisschen, aber bald geht's weiter. Welches Baujahr hat der Krankenwagen? Der Krankenwagen ist Baujahr 2009. So, was? Wie funktioniert das Smart Home System? PS, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück. Das Smart Home System funktioniert astrein. Ich denke, dass du das wissen wolltest. So, wir arbeiten damit jeden Tag, ist prima.
Ist Freundships Paradise barrierefrei? Naja, grundsätzlich ist es schon barrierefrei, weil natürlich die Halleneingänge sind ja ebenerdig. Das heißt, ihr kommt mit dem Rolli hier jederzeit rein. Was wir jetzt tatsächlich nicht gemacht haben, sind die Toiletten irgendwie barrierefrei zu bauen. Weil das ja keine öffentliche Veranstaltung hier ist, sondern irgendwie meine eigene Schrauberhalle. Und deswegen ich da jetzt nicht so unfassbar krass den Wert drauf gelegt habe. Weil, wie gesagt, es ist einfach keine öffentliche Einrichtung, wo ich irgendwie jetzt da für alle irgendwie alles richtig machen muss. So, ne? Es ging in erster Linie darum, dass ich irgendwie hier, ja, meine Base habe, auf der wir uns hier austoben können. Und das ist so. Und sollte sich das irgendwann mal ändern, mitarbeitertechnisch oder sowas, dann werden wir alle hoffen wir's nicht. Notwendigen Mittel dafür, ja, ihr wisst schon. Genau, aber hoffen wir es nicht. Richtig. Welches Paracord-Geschirr hat Paul um? Genau, Paul habt ihr vielleicht gerade gesehen, der hat so ein selbstgeknüpftes Geschirr. Hat die Maike gemacht, eine Freundin von uns. Könnt ihr mal bei Insta gucken, verlinken wir euch hier mal. Knüpfgedöns ist ihre Seite und die macht die so, wie ihr die braucht. Wie sind eure Arbeitszeiten? Geil. Wir arbeiten aktuell von 9 bis 17 Uhr. Also, gibt es auch Ausnahmen. Manchmal wird es 18 Uhr, aber... Das ja, manchmal ist es auch erst 10 Uhr. Ja, also wir haben mal so eine Kernarbeitszeit, irgendwie so zwischen 8 und 18 Uhr. Und das Plus-Minus passiert halt hier, wie es halt gerade passt. So, ne? Wir machen einfach so, wie es funktioniert, fertig. Willst du noch mehr Mitarbeiter einstellen? Weiß ich nicht. Mal gucken, wo mein Weg noch hinführt. Aber aktuell ist es nicht geplant. Nein. Nächste Frage. Bleibt der Bus rot-weiß? Weiß ich auch noch nicht genau. Ich find's echt ganz cool eigentlich so. Aber natürlich kennt meine Freundship Designs Berge, Bäume, Oliv, Schwarz-Matt und so. Könnte ich mir auch gut auf der Kiste vorstellen. Wann streamst du wieder auf Twitch? Ja, ich habe tatsächlich mal einen Monat lang richtig heftig und extrem viel bei Twitch gestreamt, was mir mega viel Bock gemacht hat. Das Problem ist, ich komme einfach momentan nicht dazu, weil ich auch jeden Abend irgendwie noch am Machen bin und am Tun. Weiß ich nicht, aber hoffentlich bald wieder. Seit wann gibt's Freundship? Ja, gut. Ja, genau, hier, steht auf dem T-Shirt, ne? S 2017, also Mitte 2017 hatte ich die Idee, diesen Insta-Kanal zu gründen und Freundship-YouTube-Kanal gibt es seit Anfang 2018. Was habt ihr für einen Schulabschluss? Die Frage geht an alle. Ich habe einen Realschulabschluss. Da schließe ich mich an. Bin ich auch dabei. Abitur. Oh, Streber! Du hast studiert? Ja. Was hast du studiert? BWL. Und jetzt sitzt ihr Freundships Paradise Tonight in Videos. Ja. Habt ihr alle einen Camper? Kann ich kurz knackig beantworten. Clemens hat keinen, Kira hat einen T4 und die beiden, also René und Pauline, seine Freundin, haben einen Ford Transit und ich habe einen Krankenwagen. Darf man bei euch mal vorbeikommen? Naja, so grundsätzlich darf man immer bei uns vorbeikommen. Wir haben auch so eine Kernöffnungszeit, die ist 10 bis 17 Uhr. Wir sind natürlich immer noch mitten in der Baustellenphase, oder? Das heißt, hier fahren immer noch LKWs rum, hier ist immer noch irgendwie Fat Trouble und so. Ihr könnt schon vorbeikommen, aber seid uns bitte nicht böse, wenn wir einfach auch keine Zeit haben, jetzt hier ewig stundenlang zu schwätzen, weil wir natürlich hier einfach wirklich, auch wenn es oft nicht so aussieht, aber viel am Arbeiten sind. Macht ihr auch mal ein Fan-Treffen? Also mal von der Theorie her ist es natürlich schon so, dass wir auch irgendwann dieses Paradise öffentlich machen wollen, also sprich auch mal irgendwie eine Veranstaltung oder sowas hier. Wie gesagt, wenn dieser Baustellenstress hier vorbei ist, ob das dieses Jahr noch was wird, wage ich arg zu bezweifeln, ehrlich gesagt, aber spätestens nächstes Jahr im Sommer werden wir das machen. In welcher Art und Weise wir das machen, wissen wir noch nicht ganz. Aber könnt ihr mal in die Kommentare hauen. Würdet ihr uns hier besuchen? Hättet ihr Bock drauf? So, dass wir mal grob einschätzen können, wie viele Leute da wirklich auch kommen würden. Weil ich habe so ein bisschen Schiss. Ich meine, 120.000 Abonnenten. Wenn davon 10% kommen, haben wir hier 1.200 Leute stehen. Summa summarum. Was, wenn 10% kommen? Von 120.000 Leuten? Du und Mathe, gell? Was, wie viel sind das denn? 12.000, oh, Junge! 12.000, ja, 1%. Ja. Das sind ja immer, nee, wie viel ist das dann? Ja, 1.200 dann. Digga, das ist richtig, das ist richtig viel. So viel! Ist das Ganze nicht ein bisschen zu viel für dich, für euch? Ehrlich gesagt ist es ziemlich viel, aber mit dem Team schaffen wir das schon irgendwie. Paul, kannst du mal Feuerholz auflegen, bitte? Danke.
Baust du auch andere Vans aus? Nein, mache ich nicht. Also tatsächlich machen wir hier eigentlich nur unsere eigenen Projekte. Damit sind wir auch so krass ausgelastet, dass wir gar keine Zeit dafür haben, irgendwie andere Projekte zu machen. Ist Kira fest eingestellt und sie schneidet die Videos sehr gut. Also danke für das Kompliment. Ja, ich bin fest eingestellt. Verpflichtet auf 25 Jahre. Genau, mindestens. warum gibt es so wenig von Chiara, a.k.a. Katharina, zu sehen? Ja, weil ich einfach hinter der Kamera stehe und ich heiße Kira, nicht Chiara. Genau. Also eigentlich heißt sie Katharina. Ja, ja oder Katharina. Oder genau. Ja. Dann ist hier noch ein K und zwar, wie gefällt Katharina ihr neuer Name? Mega. Mega. Also der beste Name, den ich je hatte. Naja, fast. Was hast du noch für einen Namen gehabt? Ein, hau einen raus. Na, mein Freund nennt mich immer Schnuffel. Schnuffel. Oh. Und damit hätten wir auch schon die wichtigste Frage wohl geklärt. Hat Kira einen Freund? Ja, habe ich. Ja, und es ist keiner von uns. Nee. Ne? Nur mal kurz so zur Information. Wie haben deine Mitarbeiter dich gefunden oder hast du sie angesprochen? Also der René und ich, wir sind schon sehr, sehr lange Jahre befreundet. So, daher kennen wir uns. Der Clemens, der ist der Zimmermann, der meine Halle gebaut hat. Daher kennen wir uns. Wir haben uns direkt verliebt. Ja, direkt verliebt. Direkt verliebt. Ja, und Kira, ich habe tatsächlich eine Stellenanzeige bei LinkedIn geschaltet und einen Tag oder am selben Tag, irgendwie sowas, ja, ne? Ich glaube, am selben Tag. Am selben Tag hat sie geschrieben, Digga, ich hab Bock. Genau, du hast gefragt, irgendwie, hast du Bock? Und ich so, ja, ich hab voll Bock. Jo, und dann habe ich sie angerufen und dann war sie. Seitdem sind wir liiert. Genau. Also rein geschäftlich natürlich, ne? Was habt ihr für Schuhgrößen? Von rechts nach links, los geht's. 40. 45. 41. 43. Zero. Dominik, wie lange denkst du, dauert die Baustelle noch, bis alles fertig ist? Boah, René, drehst du eigentlich total durch, oder was? Ja. Hier wird's gerade richtig warm. Geh nicht ins Licht. Wollen wir kurz ein bisschen zurückrücken? Ja. Du hast gesagt, ich soll nachlegen. Yo. Die Steine schmelzen gleich. Was baut dein Nachbar da eigentlich und warum ist hinter dem Bus noch so eine Ecke aus Elchstein? Also er baut auch eine kleine Halle, so ein Mini-Wohnhaus, Ecke, Halle, wie auch immer. Also das ist so ein Hausmeisterwohnungs-Dingsbums dann da drinne. Und die Ecke der Elchsteine soll so ein kleines überdachtes Carport geben. Genau. Bleibt es bei den geplanten Camperplätzen auf dem Grundstück? Witzige Frage. Ich hatte natürlich irgendwie mal, also als ich hier auf der Wiese stande, die Vision, hier wird alles Campingstellplatz und so, ist voll riesig und so. Jetzt steht hier eine Halle und es ist alles überhaupt nicht mehr riesig und es ist echt relativ überschaubar. Im Hintergrund seht ihr die Fläche, das sind knapp 200 Quadratmeter. Die werden, das wird jetzt grün, ne, irgendwann, da gibt's eine Wiese. Und da kann man sich dann auch mit dem Camper draufstellen. Grundsätzlich war aber nie meine Idee, hier einen Campingplatz zu machen. So Leute, das ist mein Zuhause, ne? Also ich will nicht jeden Tag 1000 Leute um mich rum haben. Ich freue mich da ab und zu mal drüber, gar keine Frage. Aber ich werde hier keinen Campingplatz betreiben. Das war, wie gesagt, auch nie meine Absicht. Und deswegen, wenn ihr mal hier vorbeikommt und einen Platz braucht zum Pennen. Ich bin der Letzte, der sagt, nee, geht nicht. Kein Bock, so, ne? Ich freue mich ja selber immer über Stellplätze, deswegen ihr könnt hier keinen Urlaub machen, im Sinne von ihr bleibt jetzt 2 Wochen auf Freunde's Paradise. Das funktioniert leider nicht, aber wenn ihr mal für eine Nacht irgendwie einen Durchreiseplatz braucht, schreibt mir einfach bei Instagram und dann geht das klar. Wie groß ist das Grundstück? Das Grundstück hat 1300 Quadratmeter. jetzt, wo du den Edelstein gefunden hast, wann kommt Freundschmuck? Ist auch ein guter Punkt. Ich habe nämlich tatsächlich schon seit längerer Zeit so ein Edelstahl-Armband um. Das ist auch mit Freundship graviert und vielleicht werde ich das mal mit in meinen Onlineshop aufnehmen. Das liebe ich nämlich und hab's jeden Tag an. Eine der wirklich meistgestelltesten Fragen. Arbeitet Clemens jetzt fest bei Freundship? Clemens, die Frage musst du beantworten. Ich weiß nicht mehr, in welchem Bauvlog das war, wo wir das Ganze angesprochen haben. Aber wie gesagt, ich habe mir so eine Art Auszeit genommen für ein halbes Jahr, wo ich gesagt habe, ich will es einfach versuchen, mit dem Dominik zusammen hier was zu reißen. Und ja, in dem Sinne bin ich schon fest eingestellt, aber ja, aktuell mehr oder weniger halbtags. Genau, aber Teilzeit würde ich sagen. Teilzeit aktuell, ne? Eingestellt, ja. Also aktuell bin ich immer von... Je nachdem, wie es läuft, immer von montags bis donnerstags hier. Aber ansonsten, was denn? Ne, Kira ist aber gerade so awesome. Ja, also normal bin ich immer von montags bis donnerstags eigentlich immer hier. Also in gesunder... Gesunder Arbeitswoche, oder? Gesunde Arbeitswoche. Auf jeden Fall entspannter als auf dem Bau, ne? Jo. Auf jeden Fall, das tut mal ganz gut nach
15 Jahren Bau mal ein bisschen die Knochen zu schonen. Aber Clemens ist nicht so, dass der Clemens hier nichts schafft, ne? Also mal ganz im Gegenteil, ihr seht es ja immer, der Clemens ist richtig fleißig. Seid ihr glücklich? Ja, ich bin glücklich. Wenn ich mein Bier gefunden habe. Ja. Ja, jetzt, jo, jetzt, ich auch. Jetzt hier. Was hast du noch für Pläne? Oh, ich habe jede Menge Pläne, aber das würde das jetzt würde jetzt hier ausufern. Die nächsten Pläne sind auf jeden Fall Linienbus umbauen. Ich bin gerade dabei an T6 Projekt wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, genau. Das ist so das Aktuelle. Aber wir haben mit der Halle noch so wahnsinnig viel zu tun. Es gibt eigentlich gar keinen Platz für neue Pläne. Ach so, da steht doch noch so ein Audi 80 auf dem Hof. Der will restauriert werden. Und eventuell habe ich auch gerade Motorschaden am Krankenwagen. Der muss auch repariert werden. Also da gibt es noch jede Menge zu tun. Passat läuft. Ah ja, Passat läuft so plus minus, stimmt ja. Genau. An alle, ist Dominik ein guter Chef? Das war auch richtig teuer, sag ich euch. Der Beste. Ja. Der Allerbeste. Danke. Jetzt bist du arm. Gehen wir runter wie Butter. Heute gibt's nur Butterbrot, Paul. Wichtige Frage, wann kommen neue Snapbacks? Ja, die Frage, ne, hier, Snapback, haut in die Kommentare, habt ihr Bock auf weitere Snapbacks? Wir würden wieder neu bestellen, momentan sind sie ausverkauft. Wenn genug Feedback unter dem Video ist, machen wir eine Neuauflage. Und dann habt ihr spätestens Ende September, Anfang Oktober neue Snapbacks auf jeden Fall im Shop. Kira, muss das in deinen Videos immer mit diesen Memes sein? No hate, aber finde das halt nicht so gut. Ja, das ist ja Geschmackssache. Also die einen feiern es und die anderen, die finden es halt nicht gut. Und da jeden Geschmack zu treffen, ist schwierig. Aber es wertet das Video, finde ich, auf jeden Fall an bestimmten Stellen auf. Und deswegen wird es auch weiterhin ab und zu Memes geben. Klares Statement von der Katharina. Fühlt es sich eigentlich wie Arbeit an oder eher wie Zusammensein mit tollen Freunden? Boah, da kann ich definitiv sagen, es ist Zusammensein mit tollen Freunden. Arbeit ist es zwar viel hier, aber es fühlt sich nicht so an. Ja, kann ich mir anschließen mit zum René. Ja, ich finde auch, aber es kommt halt auch drauf an, wie viel zu tun ist. Also wenn man viel zu tun hat, dann ist es natürlich auch teilweise sehr stressig und dann ist es auch Arbeit, aber ja, mit tollen Freunden dann. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Ich habe keinen Tag das Gefühl, dass ich hier mich irgendwie tot arbeite im Sinne von, ich gehe einen 9-to-5-Job und reiß irgendeine Arbeit runter, so, sondern es ist jeden Tag mindestens eine Stunde am Tag unfassbar lustig. So, wir mögen uns alle, wir machen viel Quatsch zusammen. Das ist definitiv Arbeit, wirklich viel Arbeit, aber halt Arbeit mit tollen Freunden, ganz klar. Möchtest du den RTB bald verkaufen? Nö, eigentlich erstmal nicht. Also erstmal, wie gesagt, fährt er gerade nicht. Zweitens ist es mein Zuhause. Bis der Linienbus ausgebaut wird, das dauert wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang. Mein Ziel Ende des Jahres werde ich safe nicht schaffen. Von daher wird der Krankenwagen erstmal bleiben. Wenn ich ihn irgendwann verkaufe, dann werde ich euch das mitteilen. Gibt es einen geheimen Ort auf Freundships Paradise, von dem nur du, Dominik, was weißt? Ja, wenn es den geben würde und ich das jetzt verraten würde, dann wäre er nicht mehr geheim. Deswegen lassen wir die Frage einfach mal so stehen. Aber witzige Frage auf jeden Fall. Wer, was und warum ist Kira? What? Ja. Ja, what? Wer, wie, was, warum? Tausend Fragezeichen. Ist eine richtig dumme Frage, musst du nicht weiter beantworten. Ihr wisst, wer Kira ist. Kira ist eine richtig coole Socke. Ich bin Kira. I am Kira. Baust du einen Whirlpool in deinen Außenbereich? Ja. Zwei. Drei. Vier. Keine Ahnung. Ist nicht, hat keine Prio, aber vielleicht. Ist eine Dachterrasse in Planung? Naja, also von Anfang an war eine Dachterrasse in Planung. Wir haben auch schon alles vorbereitet, ne, Clemens? Mhm. Und wenn irgendwann mal wieder die Kohle passt, weil momentan ist echt alles ganz schön weg, dann werden wir auch sicherlich eine Dachterrasse bauen, ja. Muss. Was für eine Heizung gibt es? Habt ihr schon eine Idee? Ja, es wird eine Wärmepumpe geben und eine Fußbodenheizung. Wann wird der Hof gepflastert? Wenn wieder Schotter da ist. Also Schotter im Portemonnaie. Wie geht es weiter mit den Mitarbeitern, wenn die Halle fertig ist? Ja, dann werden die natürlich alle entlassen, ist ja klar. Vor allem ich. Ja, Kira wird dann entlassen, Clemens auch, weil er hat ja nichts mehr zu tun dann. Ich mir rasen. Und René auch. Ich mache dann mit Paul wieder hier eine One-Man-Show. Gell, Dicker? Damn. Wir kriegen das hin.
Nein, natürlich nicht. So, das Ziel ist es natürlich, also den Job, den wir hier haben, ist ja nicht den Hallenbau, sondern die ganze Dokumentation, Projekte, euch bei YouTube zu unterhalten, im Social Media zu unterhalten und so weiter. Und das machen wir natürlich auch weiter, wenn die Halle fertig ist. So, wir bauen ja die Halle, das verstehen viele von euch, glaube ich, gar nicht. Wir bauen ja die Halle, um in Zukunft geile Projekte umsetzen zu können. Also noch geilere Projekte, ne? Fahrzeugprojekte sind natürlich so ein bisschen mein Ding. Aber weiß ich nicht, vielleicht baut der Clemens auch mal ein Kinderbett oder so, weil es halt gerade passt. Ich weiß es nicht. Aha. Aber willst du uns was sagen? Ja. Ja. Nein. Ich will euch überhaupt nichts sagen. Ich weiß nicht. Arbeitslos werde. Willst du, dass ich arbeitslos werde? Nein, also ihr wisst, was ich euch damit sagen will. Natürlich wird nach dem Hallenbau ist vor dem Hallenbau. Ja? Mal schwer motiviert gesagt. Seid ihr noch auf der Suche nach Mitarbeitern? Nein, aktuell sind wir nicht aktiv auf der Suche. Das Einzige, was wir uns hier noch vorstellen könnten, wären tatsächlich Langzeitpraktikanten. Das heißt, wenn ihr vielleicht auch im digitalen Bereich, also im hier Bild- und Ton-medialen Bereich irgendwie der Meinung seid, ihr möchtet da eine Ausbildung machen, beziehungsweise macht vielleicht ein Studium und müsst dafür ein Praktikum machen, gibt's ja auch, ne, so Langzeitpraktikas, dann könnt ihr uns gerne eine Bewerbung schreiben. Dafür sind wir durchaus offen. So kurze Geschichten wie eine Woche Praktikum machen ist halt irgendwie hier nicht drin. Zumindest aktuell nicht auf der Baustelle, vielleicht später mal gucken. Ja, aber was Langfristiges könnten wir uns auf jeden Fall vorstellen. Was sich dann daraus ergibt, da sind wir natürlich offen, ne? So, hast du eine Ausbildung? Die Frage ging an mich. Yo, ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann, habe also mit dem ganzen Kram hier nichts zu tun. Ich gebe die Frage aber trotzdem nochmal schnell weiter. Ja, habe ich. Ich bin eigentlich tiermedizinischer Fachangestellter. Zimmermann, gelernter. Selbstausbildung. Also ich habe mir das Videoschneiden alles selbst beigebracht. Aber du hast keine Ausbildung? Nee, ich habe keine Ausbildung. Außer ein BWL-Studium? Ja, BWL-Studium. Aber halt nicht in dem Bereich. Stark. Seht ihr, und da sieht man mal wieder, Kira hat einen vernünftigen Job, hat einen guten Job einfach und hat einfach keine Ausbildung gemacht. Also es ist nicht immer nur der Weg, ne? Du musst jetzt eine Ausbildung machen, du musst, sondern Erfahrung sammeln und machen. Machen, ja. Ja, machen. Einfach machen. Das ist einfach, ich sag's euch, das geht mir runter wie Butter. Warum muss Kira vor so einem kleinen Laptop schneiden und hat keinen Monitor? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Der Laptop ist mit der schnellste Rechner, den wir aktuell hier auf Freundschaft Paradise haben. Das ist halt einfach so. Kommst du damit klar? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zu Hause einen kleineren. Seht ihr, es ist immer die Frage der Sichtweise. Ja, wo kommst du her, wo willst du hin? So, wie alt ist Paul? Ich bin 6. Sehr gut, 6 Jahre ist Paul. Wie macht sich Katharina so bei euch Männers? Jungs, Männers, das geht an uns. Gut, hat sich gut integriert. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe erst gedacht wirklich, dass eine Frau ein bisschen für Probleme sorgen wird. Aber bis jetzt alles cool, hat sich gut eingespielt. Oder? Ja, also ich bin happy, gar keine Frage. Ja, ich gehe damit. Ja, also Kira ist einfach auch ein cooler Typ mit langen Haaren, ne? Ja. Darauf ein Cheers! Hi, wirklich, Kira, wir haben uns gefunden, nicht gesucht, aber gefunden. Und das ist geil, das ist so, es ist einfach schön. Das passt wirklich gut. Gibt es bald bei euch ein Warmduscher-Kit von Tiger Expert? Würde es geben, ja, wenn es denn verfügbar wäre. Problem sind die Warmwasserboiler, die sind tatsächlich bei Elgena nicht verfügbar und auch irgendwie, keine Ahnung, sehr schwierig. Standheizungen werdet ihr bald bei uns im Onlineshop bekommen und alles, was dazugehört. Was ist denn mit dir? Paul will mir irgendwas sagen. So, wirst du nochmal so eine Aktion starten, in der du einen Camper für einen oder mit einem Zuschauer ausbaust? Habe ich ja mal gemacht mit einem T5 Hochdach. Fand ich total spannend. Wenn es zeitlich hier reinpasst, kann man da sicherlich mal ein YouTube-Format draus machen. Ja, aber aktuell geht's halt einfach nicht. Waren die Kosten höher als anfangs gedacht? Ja. Langsam geht die Sonne hier auf Freundes Paradise unter. Ja. Leute, das war's. Ey, wir haben es geschafft. Wir haben alle Fragen beantwortet. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt gesessen haben, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wirklich nochmal, also wirklich auch, ich muss jetzt einfach auch mal loswerden, so an euch. Ihr seid ein richtig geiles Team. Ich kann mir kein geileres Team vorstellen. Ich habe wirklich unfassbar viel Spaß mit euch allen. Und danke. Das hat uns viel Geld gekostet. Ein Gehalt weniger.
Nee. Und nein, ich bin wirklich happy damit. Ich bin einfach unfassbar happy damit. Es ist echt ein krasser, ja, eine krasse Verantwortung, die ich hier übernommen habe, ne? Weil ich muss jetzt nicht nur noch für mein Geld sorgen, sondern auch für das Geld der Mitarbeiter, wobei die das ja auch für sich irgendwie selber hier erwirtschaften können, und das ist echt cool. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Möchtet ihr den Follower noch irgendwas mitteilen? Bleibt weiter dran, seid gespannt. Also es wird, glaube ich, noch in Zukunft viele interessante Sachen geben, wenn die Halle endlich mal fertig ist, oder? Safe. Also ich glaube, das wird richtig cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und bin auch gespannt, was alles so sich entwickelt. Paul hat nichts zu sagen, er ist einfach nur glücklich. Ja, ich schließe mich den anderen beiden an. Wir freuen uns immer über Feedback und sind einfach froh, dass euch das gefällt, was wir machen. Sehr geil. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ihr wisst, wir leben davon, dass wir euch Videos produzieren, ne? Also wie gesagt, das ist unser Hauptberuf. So, wir sind hier YouTuber, und zwar allesamt. Die ganze Freundship-Gang mittlerweile ist irgendwo im YouTube-Ding da. Klar, ich bin irgendwie hier der YouTuber, aber auch René ist vor der Kamera. Clemens macht einen saugeilen Job vor der Kamera. Kira ist auch mega gut, wenn sie vor der Kamera steht, und auch hinter der Kamera. Und wir zusammen als Freundship-Gang zeigen euch eben, was ja unserem Leben so passiert. Und vielleicht schrauben wir auch mal an Kiras TV rum oder was weiß ich, ne? Also wir sind einfach ein gesamtes Team, wie wir hier auftreten, und wir brauchen euch natürlich, ne? Das heißt, wir brauchen eure Unterstützung in Form von Kommentaren, in Form von Likes, in Form von Abos. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade das Video gesehen habt und sagt, Mensch, was ist das für eine wilde Truppe? Richtig Bock drauf, dann abonniert uns halt auch mal, aktiviert die Glocke, damit supportet ihr uns einfach. Und natürlich letzter Support, klar, wenn ihr Bock habt auf Freundship Merch oder ein Scotty Grill oder sowas, dann könnt ihr natürlich mal in unserem Online-Shop vorbeischauen, denn der René, der freut sich auf jeden Fall, Pakete für euch zu packen. Jo, weil das ist natürlich auch eine Einnahmequelle, ne? Blödsack. Was? Ja, okay. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss mit Ö, ne? Ciao. Tschö.